Heidemühl in Brandenburg. 650 Menschen lebten hier seit Generationen. Bald kommen die Braunkohlebagger. Dagegen wehrt sie sich. Petra Rösch, Landwirtin aus Proschim, will ihren Betrieb erhalten. Nach der Wende hat sie 1991 eine Rinderzucht aufgebaut. Das sichert dem Ort heute knapp 90 Arbeitsplätze. Doch für sie bedeutet Proschim mehr. Ich bin in Proschim geboren. Ich habe hier ganz tiefe Wurzeln. Und für mich ist das Heimat, die man nicht einfach gegen kein Gold der Welt und gegen nichts aufwiegen kann. Diese Heimat ist jetzt bedroht, denn der benachbarte Tagebau soll ausgeweitet werden. Nicht nur für das Dorf Proschim wäre das Ende. Neue Tagebaufelder, mehr Braunkohle, mehr Energie für das Kraftwerk Schwarze Pumpe. Für Lutz Picard und Thoralf Schirmer genau das, was dringend notwendig ist. Denn ihr Großkraftwerk ist auf den kontinuierlichen Braunkohlenachschub angewiesen. Wir haben einen Kohleverbrauch täglich von 36.000 Tonnen. Das sind aufs Jahr hochgerechnet 12 Millionen Tonnen, die wir an Braunkohle brauchen für die Erzeugung von Strom, Prozessdampf und Fernwärme. Im Boden der Lausitz schlummert noch viel bislang ungenutzte Kohle. An die will der Konzern Vattenfall und Thoralf Schirmer ran, mit Hilfe der Politik. Also wenn Sie davon ausgehen, dass unsere Kraftwerke in dieser Auslastung, in der sie im Augenblick Strom erzeugen, auch in den nächsten Jahren arbeiten werden, und davon ist auszugehen, dann sind wir sicher, und das lässt sich ganz leicht errechnen, dann sind die Braunkohlenvorräte der genehmigten Tagebaue Mitte der 20er Jahre erschöpft. Auf diese Männer und Frauen setzt der Konzern, um seine Interessen durchzudrücken. Kommunalpolitiker und Vertreter von Verbänden sind ins Revier gekommen. Wie viel mehr zerstörte Natur und umgesiedelte Dörfer für eine sichere Stromversorgung notwendig sind, das müssen sie klären. Uwe Sell vom Land Brandenburg hält die Braunkohle derzeit für unverzichtbar. Ziel ist natürlich, dass man langfristig allein von den Erneuerbaren sich versorgen kann. Aber es gibt zurzeit eine große Versorgungslücke, die auch insbesondere dadurch entsteht, dass die Erneuerbaren eben nicht immer zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind. Petra Rösch in Proschim sieht diese Versorgungslücke nicht. Sie ist fest davon überzeugt, es geht auch jetzt schon ohne Kohle. Neben der Landwirtschaft hat sie ihr eigenes Ökostromunternehmen aufgebaut. Beim Widerstand gegen den Energiekonzern hat sie das Dorf auf ihrer Seite. Nur wenige der 810 betroffenen Menschen wollen freiwillig umsiedeln. Wir haben am Standort Proschim schon sehr viel erneuerbare Energien aufgebaut. Das würde dann heißen, wir reißen die Zukunft ab für die Vergangenheit, indem wir weiter Kohle schürfen und machen das, was erneuerbar ist, wieder weg. Während Petra Rösch in die Offensive geht, sind viele in Taubendorf verzweifelt. Wird der Tagebau ausgedehnt, ist der Ort in Zukunft von drei Seiten von Braunkohlebaggern umzingelt. Was soll aus uns werden? Was wird aus Staub, aus Lärm, aus dem Dreck an und für sich? Noch hoffen die Taubendorfer, dass die Politik den Energiegiganten stoppt. Extra dafür haben sie eine Mahnglocke installiert. Es ist paradox, der Braunkohle noch eine Zukunft einzuräumen. Die Braunkohle ist politisch tot, aber sie hat noch ein letztes Aufbäumen. Das erleben wir. Es ist ein Aufbäumen der Uneinsichtigkeit. Energiepolitik zwischen Windrad und Kohlebagger. Brandenburgs Energiestrategie sieht immer neue Braunkohlereviere vor, mindestens bis 2050. Die Einwohner Heidemühls mussten deshalb ihre Heimat verlassen, so wie die Bewohner von 135 anderen Orten. Und die Menschen, sie sollen dahin, wo jetzt noch grüne Wiese ist. Ortstermin mit Lokalpolitikern. Für die Proschimer ist diese Gegend hier vorgesehen. Im Nachbarort wird bereits der Dorfkern saniert. Umsiedlung für viele der Preis für tausende Jobs in der Kohleindustrie.
Wir haben vor Ort eine Wirtschaftskraft, die wir ausnutzen müssen und brauchen. Das ist auch ein Grund sicherlich für manch einen Politiker und für viele Bürger, für die Braunkohleindustrie oder für die Braunkohleenergiewirtschaft zu sprechen und zu kämpfen. Eine Energiewirtschaft, die manch alte Tagebaugrube in eine Seenlandschaft verwandelt. Viele benachbarte Flüsse aber zu braunen Schlackegruben macht. Thomas Burchardt befürchtet, dass mehr Tagebaue das Wasser ruinieren. Wenn das Revier hier ist, dann wird Grundwasser nicht mehr trinkbar und die Oberflächengewässer sind braun. Ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist Wasser, wie es jetzt in den Spreewald fließt, wo es ganz schöne Probleme gibt, sowas als touristisch sinnvoll zu vermarkten. Petra Rösch will ihr Dorf nicht aufgeben. Eine Umsiedlung ist mit ihr nicht zu machen. Dieser Bergbaukonzern will unser Dorf schlucken. Und davon geht er nicht ab. Warum soll ich mit ihm verhandeln, wenn ich das nicht möchte? Bis zuletzt wollen die Proschimer gegen den Tagebau kämpfen. Ein Kampf, den die meisten Orte in der Region verloren haben.